Lieber Johannes Winkel, liebe Freundinnen und Freunde der Jungen Union, herzlichen Dank für dieses großartige Willkommen heute Mittag hier in Halle in Sachsen-Anhalt. Ich freue mich sehr darüber, die Junge Union Deutschlands in einer so fantastischen Stimmung zu sehen. Und Sie, ihr habt auch Grund und Anlass dazu. Ich gratuliere eurem Bundesvorsitzenden Johannes Winkel zu seiner großartigen Wiederwahl zum Bundesvorsitzenden der Jungen Union Deutschlands. Lieber Johannes, herzlichen Glückwunsch, wo ist er? Da ist er. Alles Gute und auf weiter. Auf eine weiter gute Zusammenarbeit im Bundesvorstand, im Präsidium der CDU. Ich gratuliere allen, die auch gewählt und wiedergewählt worden sind. Ihr habt meinen Kreisvorsitzenden Marcel Tillmann, meinen Kreisvorsitzenden der Jungen Union, in den Bundesvorstand gewählt. Das ist eine sehr kluge Entscheidung. Auch dafür herzlichen Dank. Und ich bedanke mich für die Unterstützung, die ich von der Jungen Union in den letzten 2,5 Jahren bekommen habe. Mein Team im Adenauerhaus hat mir auf dem Weg hierher mitgegeben, ich sei heute 1000 Tage im Amt des Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands. Liebe Freunde, ich kann mir keinen schöneren Anlass denken, ein solches kleines Jubiläum zu feiern, wie im Kreise der Jungen Union auf einem Deutschlandtag der Jungen Union. Herzlichen Dank für die Unterstützung, die ich bekommen habe, insbesondere aus der Jungen Union in den letzten 2,5 Jahren für meine Arbeit als Parteivorsitzender der CDU. Ich will einen Teil der Jungen Union besonders nennen, nämlich die Junge Union Bayern. Ihr wisst ja noch gar nicht, was ich sagen will. Ich will mich auch ganz besonders herzlich bei der CSU bedanken für das gute Miteinander der letzten 2,5 Jahre und auch die gemeinsame Entscheidung, die wir getroffen haben. Das haben uns viele nicht geglaubt, dass Markus Söder und ich so wie versprochen im Spätsommer des Jahres 2023 einen gemeinsamen Vorschlag machen für die Bundestagswahl 2025. Und Markus Söder und ich, wir haben das eingehalten, was wir versprochen haben. Gemeinsam den beiden Parteivorständen von CDU und CSU den Personalvorschlag zu machen für die Bundestagswahl in großer Übereinstimmung. Und auch das gibt uns gemeinsam, CDU und CSU, einen großen Schub noch einmal für die Bundestagswahl. Dank an die CSU, dass dies in einer so großen Gemeinsamkeit gelungen ist. Und jetzt haben wir noch ziemlich genau 11 Monate bis zum Tag der Bundestagswahl. Vorausgesetzt, diese Koalition hält bis dahin überhaupt noch durch. Liebe Freundinnen und Freunde, auch das sei hier einmal gesagt, das ist der späteste Termin, zu dem wir die Bundestagswahl haben werden, der 28. September 2025. Aber jede Woche und jeden Monat früher wäre gut für Deutschland. Wir haben eine Bundesregierung, die praktisch nicht mehr handlungsfähig ist. Der Bundeskanzler beruft für den nächsten Dienstag ganz spontan mal ebenso einen Industriegipfel ein. Seine wichtigsten Ressortminister erfahren auf dem Weg in den Bundestag, wo er das vorschlagen will, davon, dass er das vorhat. Parallel dazu macht der Bundeswirtschaftsminister einen eigenen Vorschlag mit einem weiteren riesigen Subventionsprogramm. Und parallel dazu am selben Tag lädt der FDP-Parteivorsitzende und Finanzminister jetzt zu einem eigenen Gipfel ein, wo er alle diejenigen einlädt, die der Bundeskanzler nicht einlädt. Was ist das eigentlich für ein Erscheinungsbild einer Regierung? Wie sollen die Unternehmen, wie sollen vor allen Dingen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland darüber denken, wenn eine solche Koalition
praktisch nur noch die Einzelteile machen, was sie wollen und überhaupt keine Führung mehr da ist. Meine Damen und Herren, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf den Tischen. Wir haben eine solche Bundesregierung in Deutschland nicht verdient. Deutschland braucht wieder eine Bundesregierung, die zusammenhält und die dieses Land wirklich führt. Wir haben vor wenigen Wochen am 23. Mai den 75. Jahrestag unseres Grundgesetzes begangen, mit einem Festakt in Berlin. Und liebe Freundinnen und Freunde, von diesen 75 Jahren in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben wir, die Union, 52 Jahre regiert. Die großen Entscheidungen, die Richtungsentscheidungen, die Weichenstellungen für Deutschland verbinden sich mit keiner Partei so sehr wie mit uns, mit der CDU und mit der CSU. Und wir waren in diesen 75 Jahren nur dreimal in der Opposition. Einmal 13 Jahre, einmal 7 Jahre und jetzt sind es 3. 3,5 wäre gut, jedes Mal halbiert die Zeit, wo wir in der Opposition sind. Wir sind fest entschlossen, diese Zeit hinter uns zu lassen in der Opposition und wieder Regierungsverantwortung für Deutschland zu übernehmen, damit es in diesem Land wieder vorwärts geht und vorangeht und nicht Stillstand und Rückschritt weiter herrschen. Liebe Freundinnen und Freunde, Sie haben für diesen Deutschlandtag das Motto gewählt: soziale Marktwirtschaft, das deutsche Leistungsversprechen wieder aufleben lassen. Ich will mich ganz ausdrücklich bedanken, Johannes, bei dir und deinem Bundesvorstand für dieses Tagungsmotto. Es geht nämlich genau darum, dass wir das Leistungsversprechen unseres Landes wieder aufleben lassen. Ein Leistungsversprechen, das sich mit der sozialen Marktwirtschaft verbindet wie mit keiner anderen Wirtschaftsordnung. Ein Leistungsversprechen, das sich mit dieser Wirtschaftsordnung für viele Generationen in Deutschland verbunden hat. Ich werde darauf zum Schluss noch mal zu sprechen kommen. Aber das Entscheidende wird sein, dass wir zwei Bedingungen erfüllen, um dieses Leistungsversprechen auch in Zukunft abgeben zu können. Erstens: wir müssen in Deutschland ein Industrieland bleiben. Ich werde nicht müde, das immer und immer und immer wieder zu sagen. Deutschland ist nur deshalb so ein starkes Land geworden, weil wir ein Land der produzierenden Industrie waren und auch bleiben wollen, liebe Freundinnen und Freunde. Ohne produzierende Industrie ist der Wohlstand unseres Landes nicht zu halten. Und in diesem Wort Leistungsversprechen steckt das Wort Leistungsgesellschaft. Ja, liebe Freunde, genau so ist es. Wir müssen wieder uns klar und unzweideutig dazu bekennen, dass wir eine Leistungsgesellschaft sein wollen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Können wir nicht einfach gemeinsam auch in den nächsten 11 Monaten und dann danach erst recht das Gefühl vermitteln, dass etwas zu leisten, das zu arbeiten, das Erfolg zu haben, sogar Freude machen kann in unserem Land und dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass die Menschen in unserem Land genau daran wieder Freude haben, etwas zu leisten. Und das sind doch natürlich nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer und nicht nur große und kleine und mittlere Unternehmen. Das sind vor allem die Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land, die gern zur Arbeit gehen, die Freude haben an ihrem Beruf, die allerdings zunehmend das Gefühl haben, dass sie von der Politik nicht mehr hinreichend beachtet werden, dass andere Gruppen, vor allen Dingen diejenigen, die Leistungsempfänger sind, dass andere Gruppen eine höhere Aufmerksamkeit erfahren und dass das, was Sie leisten, nicht mehr genügend Anerkennung in unserer Gesellschaft findet. Liebe Freundinnen und Freunde, und ich sage das wirklich mit großem Nachdruck, wenn wir richtig reingehen in diese Bundestagswahl, dann haben wir die große Chance,
die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland für uns, für die CDU und für die CSU zu gewinnen. Und ohne die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland werden wir keine Bundestagswahl gewinnen. Deswegen müssen wir auch auf diese Leistungsträger in unserer Gesellschaft schauen, die den Laden am Laufen halten, die jeden Morgen aufstehen, die ohne großes Aufheben um ihre Familien sich kümmern und die den Job machen, den sie mit Freude auch ausfüllen, wenn auch heute mit hohen Steuern, mit hohen Abgaben und was alles dazugehört an Belastungen. Aber das ist die wichtigste Wählergruppe für uns. Die zu erreichen, wird über Erfolg oder Misserfolg bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr entscheiden. Zu dieser Leistungsgesellschaft gehört, dass wir uns dem internationalen Wettbewerb stellen und dass wir uns darüber im Klaren sind, dass auf dieser Welt, auf Deutschland, niemand wartet. Die Welt geht auch ohne uns weiter, auch wenn wir nicht weiter mitmachen, auch wenn wir Degrowth zu unserem Leitspruch machen, nicht mehr wachsen wollen, sondern stehen bleiben, zurückfallen. Wenn wir nicht mehr Innovationen haben, sondern nur noch aus der Vergangenheit heraus unseren Wohlstand versuchen zu erarbeiten. Und dieser Fortschritt auf der Welt, der geht rasant in einer Geschwindigkeit, die wir vor Jahr und Tag auch noch nicht für möglich gehalten hätten. Und ein Blick über unsere Grenzen hinaus zeigt, in welchem Zustand die Welt ist. Autoritäre Führungen, gleichzeitig wettbewerbsfähige Wirtschaft, Automobilindustrie, ein Beispiel für Deutschland, wo wir den Anschluss offensichtlich in großen Teilen verpasst haben. Liebe Freundinnen und Freunde, Wachstum, Innovation und Arbeitsplätze gehört unverzichtbar zusammen. Wenn wir diesen Zusammenhang aufgeben, wenn wir aufgegeben haben zu wachsen, wenn wir aufgegeben haben, Innovationen zu entwickeln, modern zu sein, an der Spitze des technischen Fortschritts zu stehen, dann wächst auch unsere Volkswirtschaft nicht mehr. Und alle denjenigen, die so aus den gewärmten Stuben des öffentlichen Dienstes oder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens, meinen, sagen zu können, ja, wir brauchen doch eigentlich kein Wachstum mehr, wir haben doch alles, was wir erreichen wollten, denen sage ich, das ist eine Kampfansage an die sozial Schwachen in unserem Land. Wenn wir denjenigen, die heute anfangen zu arbeiten, die heute in der Berufsausbildung, in der Ausbildung sind und morgen in ihren Beruf gehen, keine Wachstumsperspektive mehr geben, dann geben wir diesen Menschen auch keine Lebensperspektive mehr. Dann werden sie zurückfallen, dann haben sie keine Chance. Dann haben sie keine Chance, ihr Leben so zu gestalten, wie wir es in unserer Generation gekonnt haben. Und deswegen kommt es jetzt sehr darauf an, dass wir den Menschen in Deutschland sagen, was wir denn wollen, was wir denn machen werden, wenn wir in die Regierungsverantwortung im nächsten Jahr wieder gewählt werden. Und ich will einige Punkte nennen, drei davon sind auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen technisch, aber sie sind für mich ganz entscheidend für den zukünftigen Erfolg in allen Sachgebieten. Erstens, wir brauchen eine Regierung, die endlich aufhört zu streiten und mal wieder vernünftig zusammenarbeitet. Und so zusammenarbeitet, liebe Freundinnen und Freunde. Ich sage das sehr selbstbewusst. So zusammenarbeitet, wie wir das in der Union in den letzten 3 Jahren miteinander hinbekommen haben. Wir ständen doch heute nicht da, wo wir stehen. Wir wären doch nicht bei weit über 30%, doppelt so stark wie jede andere Partei in Deutschland, stärker als alle 3 Ampelparteien zusammen in Deutschland. Wir wären doch nicht da, wenn wir nicht das gemacht hätten, was ich auch für jede Regierung erwarte. Diskussionen selbstverständlich, unterschiedliche Meinungen selbstverständlich, aber dann bitte mit einer gemeinsamen politischen Position nach draußen gehen und sie mit Nachdruck vertreten, ohne dass rechts und links einer daran herumnölt und herummeckert. Das muss doch nicht nur für eine Partei möglich sein, das muss auch für eine Regierung in Deutschland möglich sein. Und es wird möglich werden, dass wir das so hinbekommen. Das Zweite, was wir brauchen eine Regierung, auf die man sich wenigstens für eine Wahlperiode, besser für 2,
endlich mal wieder verlassen kann, dass sie das tut, was sie sagt, und dass sie nicht jede Woche und jeden Monat wieder den Rückwärtsgang einlegt und das Gegenteil tut und dann wieder etwas anderes. Verlässlichkeit in dem, was wir tun, wird eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür sein, dass wir Erfolg haben ab dem Ende des Jahres, liebe Freundinnen und Freunde, und nicht so wie diese gegenwärtige Koalition, bei der man sich praktisch auf nichts mehr verlassen kann, außer dass man sich darauf verlassen kann, dass man sich nicht auf sie verlassen kann, liebe Freundinnen und Freunde. Der nächste Punkt. Ich bin dankbar, dass heute Nachmittag Manfred Weber noch hier ist und noch etwas über die europäische Politik sagen wird. Und ich spreche es in einem Zusammenhang an, der jetzt schon wichtig ist und nicht erst mit unserer Regierungsübernahme im nächsten Jahr. Wir müssen dieses Monster Bürokratie zähmen und in den Griff bekommen. Und damit muss auf der europäischen Ebene begonnen werden, und zwar jetzt begonnen werden. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Ursula von der Leyen in diesem Jahr in den Wahlkampf gehen konnte, in großer Geschlossenheit, CDU, CSU, die ganze EVP, mit Ursula von der Leyen in den Europawahlkampf gegangen bin, wir diese Europawahl gewonnen haben mit dem Versprechen, dass jetzt die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie das wichtigste Thema der nächsten Jahre ist. Und was wir vor der Wahl und in der Wahl gesagt haben, muss nach der Wahl auch gemacht werden, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen muss diese Europäische Union, deswegen muss die neue Kommission jetzt mit dem anfangen auf europäischer Ebene, was wir im nächsten Jahr auf nationaler Ebene fortsetzen wollen, nämlich wirklich endlich Schluss machen mit dieser überbordenden Bürokratie, die die gesamte Europäische Union lähmt und nicht nach vorn bringt. Dazu zählt ein Bürokratiemoratorium, keine neuen Gesetze mehr, die noch zusätzliche weitere Bürokratie bringen. Ich mache diese Zusage auch für eine künftige von uns geführte Bundesregierung. Es wird kein Gesetz mehr geben, was die Bürokratie in Deutschland noch weiter ausweitet. Und wenn es notwendig sein sollte, Regelungen zu treffen, dann müssen mindestens zwei andere Regelungen dafür aufgehoben werden. Sonst machen wir es nicht. Und da wir wissen, liebe Freundinnen und Freunde, wie Bürokratie entsteht, gehört dazu auch, dass wir sofort nach Regierungsübernahme einen Einstellungsstopp für den öffentlichen Dienst verfügen. Einen Einstellungsstopp vor allem für die Bundesministerien. Und dies soll niemanden diskreditieren, der dort ordentliche Arbeit leistet. Ich will es klar sagen, damit hier keine Missverständnisse entstehen. Wir haben einen großartigen öffentlichen Dienst in Deutschland. Der öffentliche Sektor in Deutschland kann sich mit jedem anderen auf der Welt messen. Wir sind da wirklich richtig gut. Wir haben eine ganz überwiegend völlig korruptionsfreie öffentliche Verwaltung. Und das ist ein großer Vorteil für dieses Land. Aber diese Bundesregierung hat es in der Besetzung der Führungsämter und der gesamten Behörden in den letzten 3 Jahren einfach so massiv übertrieben, dass daraus eben zusätzliche Bürokratie entstanden ist. Und das muss gestoppt, das muss geändert werden. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir wieder einen schlanken, leistungsfähigen, guten öffentlichen Dienst bekommen, der Probleme löst und nicht neue Probleme schafft. Dazu zählt übrigens auch, ich wiederhole hier etwas, was ich auf dem CSU-Parteitag vor 2 Wochen in Augsburg gesagt habe, dass wir mit diesem Unwesen der Beauftragten der Bundesregierung aufhören, die jedes Mal eine weitere zusätzliche Bürokratie auslösen, bis auf ganz wenige, die wir wirklich dringend brauchen, wie zum Beispiel die oder den Wehrbeauftragten, werden wir alle anderen auf den Prüfstand stellen und sehr kritisch überprüfen, ob diese Aufgaben wirklich von zusätzlichen sogenannten Beauftragten wahrgenommen werden, die nichts anderes tun, als irgendeinen Versorgungsjob anzunehmen, der ihnen von einer Bundesregierung angeboten wird. Damit machen wir Schluss, liebe Freundinnen und Freunde. Und dann,
möchte ich ein herzliches Wort des Dankes sagen für einen Vorschlag, den ich hier in den Antragsunterlagen gesehen habe. Ich weiß nicht, ob Sie den gerade eben schon beschlossen haben oder ob das noch ansteht. Die Frage, wie das zukünftige Bundeswirtschaftsministerium aussieht, da liegt ein Antrag bei Ihnen, dass Sie auch die Arbeitsmarktpolitik in das Bundeswirtschaftsministerium nehmen wollen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will diesen Antrag mit Nachdruck unterstützen. Und ich sage Ihnen auch warum. Ich sage Ihnen auch warum. Es hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nur eine sehr kurze Phase gegeben, wo die Arbeitsmarktpolitik im Bundeswirtschaftsministerium ressortiert ist und nicht im Sozialministerium. Das waren die 3 Jahre, in denen Wolfgang Clement in der Regierung von Gerhard Schröder der Bundeswirtschafts- und Arbeitsminister war. Und in dieser Zeit hat es wirklich Reformen gegeben. Wolfgang Clement wäre nie auf den Schnapsgedanken, auf die Schnapsidee gekommen, daraus dann noch ein Bürgergeld zu entwickeln. In diesem Haus, in dieser Zusammensetzung wäre das niemals entstanden, was da in der Federführung des heutigen Sozialministers gemacht worden ist. Und deswegen begrüße ich das sehr, dass Sie diesen Vorschlag machen. Denn Arbeitsmarktpolitik ist Wirtschaftspolitik und nicht Sozialpolitik. Wenn wir dieses Grundverständnis miteinander haben, liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir dieses Grundverständnis miteinander haben, dann lassen sich manche Aufgaben sehr viel schneller lösen, weil dann sozusagen die Grundentscheidung schon einmal getroffen worden ist, was Arbeitsmarktpolitik in Deutschland eigentlich bedeutet. Und damit bin ich bei einem der zentralen Themen, die wir schnell lösen müssen. Dieses sogenannte Bürgergeld muss vom Kopf wieder auf die Füße gestellt werden. Und vor allen Dingen muss der Name verschwinden. Dieser Name suggeriert doch genau das, was viele Menschen darunter verstehen, nämlich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Auch wenn die Regierung es bestreitet. Aber genauso versteht es doch die Mehrheit derer, die es in Anspruch nehmen. Und natürlich ist es für diejenigen, die dann auf längere Zeit in Deutschland bleiben, wie zum Beispiel anerkannte Asylbewerber oder Flüchtlinge, ein Pull-Faktor. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten, dass dieses Leistungsniveau verglichen zu dem, was in anderen Ländern der Europäischen Union geleistet wird, ein erheblicher Pull-Faktor für Flüchtlinge ist. Und deswegen lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch sagen, wenn wir es schaffen wollen, und wir müssen es schaffen, soziale Leistungen für diejenigen bereitzuhalten, die soziale Leistungen wirklich brauchen, und zwar egal, ob es Deutsche sind, Flüchtlinge sind, Asylbewerber sind, dann muss die Zahl derer, die dieses System in Anspruch nehmen, deutlich reduziert werden. Das gilt für diejenigen, die heute Bürgergeld beziehen, obwohl sie eigentlich arbeiten könnten. Das gilt aber auch für die große Zahl derer, die heute als Flüchtlinge und anerkannte Asylbewerber bei uns sind. Und ich bedauere es wirklich sehr, dass gestern und vorgestern hier in der unmittelbaren Nachbarschaft in Leipzig es dem Ministerpräsidenten wegen des Widerstandes der Sozialdemokraten wieder einmal nicht gelungen ist, die eigentlichen Ursachen für den anhalt großen Strom von Asylbewerbern nach Deutschland zu stoppen. Liebe Freundinnen und Freunde, es kann man drehen und wenden, wie man will. Ohne Zurückweisungen an den Grenzen geht es einfach nicht. Es lässt sich nicht anders lösen. Und jetzt schauen wir nach Frankreich, nach Dänemark, in die Niederlande, kann auch Ungarn nennen, in viele andere Länder Europas, nach Polen, die alle beschlossen haben, dass es so nicht weitergehen kann. Und deswegen darf es auch in Deutschland so nicht weitergehen. Und wenn die Sozialdemokraten mit den Grünen und der FDP zusammen in der Koalition das Problem bis zum nächsten Jahr nicht bewältigen, dann werden wir auch darüber einen Bundestagswahlkampf zu führen haben. Und da gehen wir hier mit sehr klaren Meinungen und einer sehr klaren Ansage in diese Wahl. Allerdings nicht so, wie wir das verschiedentlich von ganz rechts außen hören, mit ausländerfeindlichen Untertönen, mit Sprüchen, mit Redensarten über Flüchtlinge und Asylbewerber.
Wir sagen ganz einfach, wie der frühere Bundespräsident Joachim Gauck: Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Und das werden wir im Wahlkampf dann eben auch sagen. Und die Auseinandersetzung auch mit denen suchen, die mit diesem Gerede von der Umvolkung und welches Gerede wir da sonst alles noch hören, die Bevölkerung in Deutschland gegeneinander in Stellung bringen. Auch aus diesem Grunde, neben vielen anderen, will ich es hier noch einmal sagen, und ich werde es bis zum Wahltag jeden Tag, wenn nötig, sagen. Auch aus diesem Grunde kommt für die CDU Deutschlands, egal auf welcher Ebene, in den Ländern, im Bund und in der Europäischen Union, eine Zusammenarbeit mit denen, die sich Alternative für Deutschland nennen, nicht in Frage, liebe Freundinnen und Freunde. Das kommt nicht in Frage. Und ich weiß, danke euch, danke Ihnen für die Zustimmung. Aber liebe Freundinnen und Freunde, nur dann, wenn das klar bleibt und an keiner Stelle in Frage gestellt wird, nur dann können wir den Wählerinnen und Wählern in Deutschland sagen: Ja, wir haben ein Dilemma. Es gibt in Deutschland keine linke, grüne Mehrheit. Schon lange nicht mehr. Es gäbe theoretisch in der Mitte rechts und ganz weit rechts von der Mitte eine theoretische Mehrheit. Wir werden diese theoretische Mehrheit nicht in Anspruch nehmen. Wer aber möchte, dass es wirklich zu einem Kurswechsel in der Innenpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik, in vielen anderen Bereichen, wer wirklich möchte, dass es einen Kurswechsel in Deutschland gibt, der darf nicht diese Leute wählen, die sich Alternative für Deutschland nennen. Jede Stimme für die AfD stärkt in Wahrheit diejenigen, die links von der politischen Mitte Einfluss behalten auf die Politik in Deutschland. Wer eine Korrektur will, muss die Union, CDU und CSU wählen, und nur dann, wenn wir die mit Abstand stärkste politische Kraft in Deutschland werden, nur dann, wenn wir mit Abstand vor allen anderen liegen, kann es wirklich einen solchen Kurswechsel in Deutschland geben. Lasst ihr mich, liebe Freundinnen und Freunde, zwei, drei Themen ansprechen, von denen ich weiß, dass sie auch hier diskutiert, zum Teil kontrovers diskutiert werden. Wir werden uns in den Fragen der Energiepolitik etwas einfallen lassen müssen, und ich weiß, dass Jens Spahn dazu auch im Deutschen Bundestag und bei vielen Gelegenheiten etwas gesagt hat. Lassen Sie mich aus meiner Sicht nur kurz ergänzen. Wir müssen endlich aufhören, in Deutschland ständig überall auszusteigen. Wir sind viel zu viel ausgestiegen. Wir müssen endlich mal darüber reden, wo wir eigentlich einsteigen wollen in Deutschland. Das gilt insbesondere für die gesamte Energiepolitik. Und ich will Ihnen einen Punkt nennen. Wahrscheinlich sind die Entscheidungen der letzten Jahrzehnte, mehr auszusteigen als einzusteigen, so irreversibel, dass wir den eigenen Energie- und Strombedarf im eigenen Lande nicht mehr decken können, jedenfalls auf absehbare Zeit nicht. Und deswegen werden wir in Partnerschaft mit unseren Nachbarn eintreten müssen, mit den Polen, mit den Tschechen, mit den Franzosen, mit den Schweizern, mit den Belgiern, mit den Niederländern, mit den Dänen, mit den Norwegern. Und viele von denen haben nicht den Irrsinn besessen, laufende, sichere Kernkraftwerke abzuschalten. Und manche bauen neue. Ich habe den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron bei unserer letzten Begegnung vor wenigen Tagen in Berlin gesagt: Wenn wir in die Regierungsverantwortung kommen, können wir darüber reden, ob wir nicht zwischen Deutschland und Frankreich eine sehr viel engere Energiepartnerschaft eingehen, bis hin auch zur Beteiligung deutscher Unternehmen an französischen Unternehmen, die modernste kleine modulare Atomkraftwerke bereit sind zu bauen.
Eines der ganz großen Themen, über das Sie und ihr hier heute auch diskutiert, ist die Sozialpolitik. Liebe Freundinnen und Freunde, auch dazu ein offenes Wort. Krankenversicherung und Pflegeversicherung bedürfen grundlegender Reformen. Wir diskutieren darüber. Die Junge Union ist aktiv dabei, auch in den einzelnen Arbeitsgruppen im Adenauerhaus. Wir werden dazu sehr konkrete Vorschläge machen. So viel kann ich heute schon sagen. Es wird ein gehöriges Stück mehr Eigenverantwortung gefordert sein. Und es wird natürlich auch in beide Systeme mehr Geld fließen müssen, damit wir für Alter, Krankheit und Pflegebedürftigkeit in unserer alternden Gesellschaft genügend Vorsorge getroffen haben. Aber Vorsorge ist das richtige Wort, früh genug anzufangen. Und früh genug anfangen müssen wir alle auch mit dem Aufbau einer kapitalgedeckten zusätzlichen Altersversicherung. Und weil ich weiß, dass diese Debatte kontrovers geführt wird, lassen Sie mich auch zum Thema Renteneintrittsalter etwas sagen. Wir haben im Grundsatzprogramm der CDU festgelegt, dass mit wachsendem Lebensalter natürlich auch eine wachsende Arbeitszeit verbunden sein muss. Und dazu stehen wir ohne Wenn und Aber. Ich will Ihnen konkret sagen, was ich darunter verstehe. Wir brauchen ein gesetzliches Renteneintrittsalter. Und dieses gesetzliche Renteneintrittsalter sollte bei 67 bleiben. Aber wer früher geht, muss akzeptieren, dass es größere Abschläge gibt. Wer später geht und länger bleiben will, der muss gute Anreize bekommen, länger zu bleiben und länger zu arbeiten. Und wenn wir uns auf diesen Weg gemeinsam verständigen, dann nehmen wir den Sozialdemokraten jedes Potenzial, gegen uns eine infame Kampagne zu führen, die da lautet, mit der CDU und mit Merz wird es in Deutschland Rentenkürzungen geben. Nein, es wird keine Rentenkürzungen in Deutschland geben. Im Gegenteil, wir werden den Menschen gute Angebote machen, länger zu arbeiten, mehr davon zu haben, was sie erwirtschaftet haben und damit auch eine bessere Altersversorgung als die zu bekommen, die sie gegenwärtig von den Sozialdemokraten angeboten bekommen. Das sollte unser Angebot sein, liebe Freundinnen und Freunde, und dann schaffen wir es auch, die Zustimmung der Mehrheit der älteren Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Und wenn wir uns, und diese Zusage möchte ich Ihnen gerne machen, wenn wir uns mit den Sozialdemokraten, und dies ist wahrscheinlich gar nicht zu vermeiden, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und mit den Füßen am Abgrund, die werden jedes Thema nehmen, was ihnen irgendwo zu Pass kommt, um auch eine entsprechende Sozialneiddebatte in Deutschland vom Zaun zu brechen. Wenn diese Debatte kommt, dann werde ich mich ohne Wenn und Aber an die Seite der jungen Generation stellen. Und das sage ich nicht, weil hier die Junge Union im Saal sitzt, sondern das sage ich, weil ich Kinder und Enkelkinder habe und weil ich es nicht verantworten kann, dass wir in unserer Zeit das Kapital verfrühstücken, was die nachfolgenden Generationen in Deutschland noch brauchen, um eine Lebenschance so zu haben, wie das meine Generation gehabt hat, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich bin mir ganz sicher, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin mir ganz sicher, wenn wir diese klare Position einnehmen, dann werden wir die Mehrzahl der Älteren auch für diese Position gewinnen, weil die ältere Generation, die meisten jedenfalls, ein untrügliches Gespür dafür haben, dass sie eben der jungen Generation, ihren Kindern, ihren Enkelkindern diese Substanz ihrer eigenen Zukunft nicht nehmen dürfen. Und dann rechnen wir nicht gegeneinander auf, dann spielen wir nicht gegeneinander aus, sondern dann sind wir die Partei, die die junge Generation und die ältere Generation gleichermaßen in den Blick nimmt und dafür sorgt, dass es einen vernünftigen und gerechten Ausgleich zwischen den Generationen auch in der Rentenpolitik in Deutschland weitergibt. Lieber Johannes, liebe Freundinnen und Freunde, erlauben Sie mir im letzten Teil meiner Rede noch einmal kurz zurückzukommen auf den Deutschlandtag der Jungen Union im letzten Jahr. Wir haben uns am 21. Oktober in Braunschweig gesehen, 3 Wochen nach dem schrecklichen Attentat und Terroranschlag
der Hamas in Israel. Ich möchte gerne heute noch einmal, auch nach einem Jahr, noch einmal sehr herzlich Dank sagen für das großartige Engagement der Jungen Union. Seit diesem Tag, bei diesem letzten Deutschlandtag, mit Israel-Flaggen im ganzen Saal, was mich tief beeindruckt und bewegt hat, bis zum heutigen Tag, wo die Junge Union an keiner Stelle und an keinem Tag irgendeinen Zweifel daran gelassen hat, wo sie steht, nämlich fest an der Seite des Volkes und des Staates Israel. Ich möchte mich dafür noch einmal herzlich bedanken. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt keine zweite Jugendorganisation in Deutschland, keine zweite, die so unzweideutig und so klar und so beständig und so ausnahmslos diese Position eingenommen hat. Und es gibt keine zweite Partei in Deutschland wie die Christlich-Demokratische Union und die Christlich-Soziale Union, die gemeinsam mit allen ihren Verbänden und Vereinigungen so klar und so eindeutig diese Position eingenommen haben. Darf ich Ihnen das mal sagen? Ich bin als Vorsitzender dieser Partei stolz darauf, dass das so ist. Und spätestens seit diesem 7. Oktober 2023 ist uns allen klar, vor welchen Herausforderungen unsere Gesellschaften, unsere Staaten, unsere Staatengemeinschaft, Europäische Union und NATO in den nächsten Jahren stehen werden. Es bleibt richtig. Wir müssen mehr tun für unsere Verteidigung. Wir müssen mehr tun für unsere Freiheit. Und auch das will ich hinzufügen. Die Bundesregierung hatte eine große Chance, das zu tun. Mit der Regierungserklärung des Bundeskanzlers vom 27. Februar 2022 hat sich ihm eine Chance eröffnet, Deutschland auf einen neuen Kurs zu bringen, Prioritäten neu zu setzen, wie sie ein Bundeskanzler wahrscheinlich nur einmal, wenn überhaupt, im Laufe seiner Amtszeit bekommt. Ich empfinde es als beschämend. Nicht nur bedauernd, sondern ich finde es beschämend, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz diese Chance für unser Land nicht genutzt hat. Und ich werde den Eindruck nicht los, dass er Angst hat. Liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen doch in unserer offenen, freiheitlichen Gesellschaft keine Angst zu haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der da im Kreml sitzt und Wladimir Putin heißt, viel mehr Angst hat und auch viel mehr Grund hat, Angst zu haben als wir. Wir müssen den Bedrohungen unserer Freiheit natürlich mit Bedacht und Augenmaß, aber dann auch, wenn wir es mal beschlossen haben, mit Nachdruck und Entschlossenheit folgen. Zögerlichkeit wird doch nicht als Besonnenheit interpretiert, sondern aus Feigheit und Angst interpretiert. Und genau das darf eine selbstbewusste Gesellschaft, ein offenes, freiheitliches Land nicht zulassen. Liebe Freundinnen und Freunde, der 5. November in gut einer Woche könnte eine weitere große Veränderung bedeuten für uns alle. Was folgt denn dann daraus, wenn in Amerika ein Präsident zum zweiten Mal gewählt wird, der die NATO für obsolet erklärt, der nicht mehr bereit ist, Sicherheitsversprechen einzulösen? Dann sind wir auf uns selbst gestellt. Und wenn ich sage wir, meine ich damit nicht nur wir Deutsche,
sondern dann sind es wir Europäer. Und wir Europäer heißt für mich vor allem unsere Nachbarn im Osten und im Westen, die Großen wie die Kleinen, aber diejenigen, die vorangehen sollten, die heißen Frankreich, Polen, Großbritannien und eben Deutschland. Es war ein schwerer strategischer Fehler. Es war ein schwerer strategischer Fehler. Beim Abschiedsbesuch von Joe Biden im Kanzleramt in Berlin den französischen Staatspräsidenten einzuladen, den britischen Premierminister einzuladen, der deutsche Bundeskanzler als Gastgeber, alles richtig. Aber es war ein schwerer strategischer Fehler, den polnischen Premierminister Tusk nicht dazu einzuladen. Er ist noch nicht einmal gefragt worden, ob er denn kommen mag. So können wir eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik, eine europäische Verteidigungsstruktur nicht entwickeln. Und gerade die Osteuropäer haben es verdient, dass wir mit aller Kraft auch deren Interessen wahrnehmen und dass wir uns auch zum Fürsprecher der Osteuropäer machen in dieser Welt, die in einer so schweren Unruhe und in solchen Turbulenzen steckt wie unsere Welt von heute. Und auch das will ich deswegen abschließend sagen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind nicht nur die Partei, die in über 50 Jahren die Geschicke der Bundesrepublik Deutschland geprägt hat. Wir sind die Partei, die wie keine zweite in Deutschland für die europäische Politik und die europäische Integration stand. Wir werden diesen Zustand schnell hinter uns lassen, dass aus Deutschland kaum noch jemand an den Ministerräten teilnimmt, dass die europäischen Räte nicht mehr ausreichend vorbereitet werden und dass die deutsche Führungsrolle nicht mehr eingenommen wird. Das heißt nicht Dominanz, das heißt nicht Bevormundung, sondern das heißt Führungsverantwortung zu übernehmen für Europa, damit es in dieser Europäischen Union wieder vorangeht, in bester Tradition derer, die vorher die Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland waren und dafür gesorgt haben, dass Europa da steht, wo wir heute stehen, nämlich als ein Raum der Demokratie, der Freiheit, der Rechtsstaaten. Das wollen wir erhalten und dazu muss Deutschland einen überdurchschnittlich großen Beitrag leisten. Und wir werden diesen Beitrag in Deutschland und aus Deutschland heraus wieder leisten. Lassen Sie mich abschließen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir leben jetzt seit 75 Jahren in Freiheit und Demokratie. Wenn wir bereit sind, unsere Freiheit zu verteidigen, kann Deutschland auch in Zukunft in Freiheit und Demokratie leben. Wir leben in einer marktwirtschaftlich geordneten Wirtschaftsordnung, in einer marktwirtschaftlichen Ordnung, die das Versprechen Wohlstand für alle nicht nur gegeben, sondern eindrucksvoll eingelöst hat. Wenn wir bereit sind, uns auch in Zukunft dem Wettbewerb national, europäisch und international zu stellen, um die besten Ideen, die besten Produkte, die besten Konzepte, wenn wir dazu bereit sind, dann kann Wohlstand für alle, liebe Freundinnen und Freunde, auch das Zukunftsversprechen für unsere Gesellschaft in Deutschland sein. Wir leben in einem sozialen Rechtsstaat. Wenn wir bereit sind, Recht und Ordnung durchzusetzen, wenn wir bereit sind, die soziale Leistungsfähigkeit auf diejenigen auszurichten, die die Hilfe unseres Sozialstaats wirklich brauchen, dann wird Deutschland auch in Zukunft ein sozialer Rechtsstaat sein. Und wir leben mit rund 450 Millionen Europäern in dieser Europäischen Union. Wenn wir bereit sind, liebe Freundinnen und Freunde, wieder mehr und stärker Verantwortung in dieser Europäischen Union zu übernehmen, dann kann aus dieser Europäischen Union wieder die Hoffnung und das Zukunftsversprechen vor allem für die junge Generation auf unserem Kontinent werden. Und dafür, für diese vier großen Aufgaben, möchte ich gerne mit Ihnen, mit euch zusammen in den nächsten 11 Monaten kämpfen. Damit gehen wir in die Bundestagswahl.
Damit nehmen wir jede parteipolitische Herausforderung in diesem Lande an. Damit werden wir für Mehrheiten kämpfen in Deutschland. Und damit werden wir die Überzeugung verbinden, dass dieses Land es besser kann, dass Deutschland eine bessere Regierung verdient hat und dass wir genau das uns in der christlich-demokratischen und christlich-sozialen Union zutrauen. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Herzlichen Dank für unsere gute Zusammenarbeit.